Hallo und herzlich willkommen zurück bei Raft. Ja, voller Kraft. Nee, das hatte ich schon mal. Ja, guck mal, wir steuern. Hast du meinen zweiten Wels gefunden, Tobi? Ja, wir steuern auf die Insel zu, zufälligerweise, gerade jetzt. Sag mal Bescheid, okay. Wenn ich den Anker rausballern soll. Ja, gerne. Mhm. Ach, das hier wollte ich auch noch fixen, ne? Ich glaube nicht an Dreiecke bauen, irgendwie so. Ach so. Ach ja, logisch. Das hier, da mache ich auch. Wieso habe ich denn hier ein Dreieck gebaut? Okay. Ich glaube, meine eigene Dummheit ist aber schuld, Tobi. Nein. Doch, in dem Fall, muss ich zugeben. Na gut, du bist dumm. Warte. Okay, warte. Anker raus. Jawohl. Super. Plonk. Warte, ich muss irgendwie meine Dummheit wieder wettmachen. Zumindest hier sieht man das sofort, glaube ich, ne? Warte. So. Arschbombe! So, hier weiß ich gerade gar nicht. Ich würde die einfach mal alle rausnehmen erstmal. Warum nehme ich Ananas mit? Bin ich doof? Vielleicht haben die keine auf der Insel. Du bist einfach ein lieber Kerl, Tobi. Nee, ich hab die von der Insel hier mitgenommen gerade. Achso, ja, du bist einfach. Doof, sag's ruhig. Achso. Dreister Dieb, einfach. Okay, gut. Ist hier Schrott? Das muss ich von unten bauen. Oh ja. So, uah. Ich komme gleich nochmal mit dem Pieper auf die Insel, ne? Aber ich mach grad eben nochmal ganz kurz eben diese Ecken hier raus, da. Diese komischen, ja. Da wo die Dreiecke fehlten. Gehen wir mal schnell eine Heimaske holen und dann. Achso, das warst du gerade. Ich hab gerade. Wo kam das Geräusch? Bloop. Ich bin nicht ein Pottwal. So. Ach ja, Maske. Henry. Hä, aber hier. Okay, bei der einen Stelle verstehe ich's, aber hier verstehe ich's nicht. Und baut er denn darüber? Was denn? Komm ich hier raus? Nee, scheiße. Da wolltest du gerade durch den Spalt da raus? Ja. Ja, das geht leider nicht. Ein Spaltenflitze. Was ist hier passiert? Irgendwie habe ich es hier verkackt. Ich weiß aber nicht genau warum. Ach. Das sind die Dinger von. Hm? Ja, ich verstehe meinen Fehler. Okay. Ich habe die Dreiecke vorher drin gelassen, einfach. Okay. Das war der Fehler. Ich hab das Schiff zwar erweitert, aber ich habe dann die Dreiecke drin gelassen und wollte daran anbauen und das geht nicht. Oh, das ist ja völlig falsch. Okay, ich behebe gerade meinen Fehler und es sieht ganz gut aus. So. Ist alles dicht, Tobi. Hat alles geklappt. Sehr geil. So, endlich. Oh. Und ich glaube, die Batterien hier sind wieder leer. Weißt du was? Ich mach vielleicht mal. Brauchen wir mehr Aufladegeräte für Batterien eigentlich? Also bis jetzt ging es eigentlich immer, wenn ich zwei da dran gehängt habe und dann. Das ging eigentlich. Okay, ne? Ich habe das Gefühl, dass wir vielleicht auch mal mehr Aufladegeräte brauchen und ich hätte vorhin eine Idee. Hallo, Herr Roden? Hä? Was? Hallo, Herr Roden? Hä? Weiß ich nicht, wer das da aufgehängt hat, keine Ahnung. Komisch, wer könnte es wohl sein? Zu wem könnte sowas wohl passen? Ja, klar, natürlich, ja. Nee, ich bin der Pimmeltyp schwierig. Gewesen. Achso, ja, klar. Also mit Hoden habe ich nichts am Hut. Entschuldige bitte. Ich habe keine Hoden am Hut, Erik. Da erzählen mir Leute aus einer Nachbarschaft aber anderes. Hä? So, warte. Ich komme mal kurz mit meinem Pieper. Ja. Ich suche Falschpark. Oh, alles klar. Jo, hier piept's. Oh, ja, ich komme. Ich kümmere, wo sind Sie denn, Herrenge? Ich sehe Sie nicht, wir gehen Wildwuchs. Oh, guten Tag. Hier bin ich, hallo. Was ist es? Oh, es ist ein Koffer. Oh, ein Koffer, wir kriegen wieder einen Titan. Wollen Sie den Koffer raufheben? Ja, ich mache. Vielleicht haben Sie ein bisschen mehr Glück wie ich. Ein Titanerz und ein Bild namens The Pot. Was ist ein Bild von einem Klo oder was? Ja, ich weiß auch nicht genau. Ja, naja. Aber sonst piept's hier nicht mehr. Aber immerhin schon wieder mehr Titan als auf der großen Insel, ne? Ich wollte es nur sagen. Ja, ist erbärmlich einfach. Ja, es ist wirklich erbärmlich. Ja.
Ich meine, wenn du wenigstens aus so einem Erz zwei Barren rauskriegen würdest oder so, ne, dann würde ich ja nichts sagen. Aber. Ja. Das ist halt schon schwierig. Ich brauche eine Mod für Titansturm. So, okay, ich mache mal eine Batterie, baller ich schon mal rein. Bupp, bitteschön. Viel Spaß beim Saugen. Na, Schrott habe ich auch alles eingesammelt, hier ist nichts mehr. Wir können weiter. Prima, prima. Ich glaube, ich töte aus Frust jetzt den Hai. Mach das. Wie heißt der Hai? Achso, immer noch. Ich bin's, Ariel. Wir haben seitdem nicht mal ausgelockt. Ah, okay, okay, okay. Hab ihn noch gar nicht gesehen. Ja, ist auch ein bisschen schüchtern geworden, der Arme. Seitdem seine Frau ihn verlassen hat, ist er ein bisschen durch. Oh, ich bin's, Ariel. Oh, ja. Okay, gut. Es war freiwillig gerade. Mhm, okay. So. Hast du ihm ein Erfolgserlebnis gegeben? Ja, ja, ich habe mir ein bisschen knabbern lassen. Ich mag Ariel, die Meerjungfrau. Bist sie, sie hat doch ihren Prinz Erik, weißt du? Und Prinz Erik, was? Ariel ist mit Prinz Erik zusammen. Tobias, kennst du Ariel, die Meerjungfrau, nicht? Doch, aber da bin ich jetzt irgendwie, da habe ich nicht mehr auf dem Schirm. Weiß ich nicht. Es war vor langer Zeit, da war ich einst, auf einer Sprachreise in England, ja? Mhm. Und da kam Ariel raus, ich weiß gar nicht, wann das war. Und die Kinder der Gastfamilie, das waren so kleine Mädels, die hatten das auf Videokassette. Ich auch. Oh. Und die sind alt. Und ich musste mir den Film, ich weiß, die fanden das so toll, dass ich Erik hieß. Und ich musste mir den Film bestimmt, ich weiß nicht, 5-mal hintereinander und insgesamt 10-mal angucken. Oh. Ja. Ich mag den Film trotzdem immer noch. Ich mag den Film voll gerne. Ist auch ein schöner Film. Ist doch ein Dinglehopper. Ja, Dinglehopper. Voll geil. Under the Sea. Deswegen, ich habe das immer auf Englisch im Kopf. Under the Sea. Baby, it's better. Don't wait, it's better. Take it from me. Voll geil. Oh, ich habe das mit Pünktchen und Anton. Kennst du den Film? Nee. Den kenn ich nicht. Pünktchen und Anton, den musste ich so oft gucken, weil meine Mom damals dann Spätschicht hatte. Bei der Post musste die dann abends arbeiten und dann habe ich immer so eine Babysitterin bekommen. Ja. Und ich hatte diesen Film jeden Abend mit mir geguckt, als wäre ich so ein stinkender kleiner Kackzombie, der da einfach und sitzt und nichts mitkriegt. Und du warst 25. Ja, aber die hat jeden Abend hat die Pünktchen und Anton angemacht und ich konnte es irgendwann nicht mehr sehen, ne? Boah. Jeden scheiß Abend. Und meine Mutter hat 6-Tage-Woche gearbeitet, ey. Hui. Schwierig, schwierig, schwierig. Ja. Ja. Das war. Aber vielleicht mochte sie ja den Film einfach. Ja, aber. Ne? Ja, 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 ich verstehe es. Ich verstehe schwierig. So, das Bild hängt übrigens hinter dir da oben an der Wand. Das sind so Sonnenblumen einfach. Ja, gut, ich meine. Ist schon süß, könnte ein bisschen größer sein, aber ist schon cool. Ist schon. Ja, ja. Ich finde die Bilder generell relativ klein. Ja, das stimmt. Achso, ich muss mal den Anker lichtig malen und versuchen es mal von der Insel hier wegzukriegen. Oh, ich habe die Wände hier aus Versehen weggerissen. Was? Und die Schränke mit den Rezepten sind weg? Wie? Oh, was? No. Oh, Spiel. Oh, no. Gut, ich meine, es sind nur Rezepte gewesen. Die findet man wieder. Ja, aber was ist denn das für eine Scheiße? Aber das mit den Schränken ist halt wirklich low. Ich bin froh, dass die Kiste mit dem Lachssalat noch da ist. Ich meine, das ist nice mit der Aussicht hier, ne? Das ist schon cool. Aber das darf nicht wahr sein. Vor allem, dass er halt gleich die Schränke mit wegrotzt, wo was drin ist, finde ich halt irgendwie ein bisschen. Ja, das finde ich auch mega mies. Und die sind auch nicht im Inventar, die sind auch weg. Komplett. Einfach weggerissen. Ja, das ist schwierig. Alles bis oben komplett weg. Oh, was für ein Crime. Cool. Okay, da war. Okay, da muss ich jetzt irgendwie wieder herstellen. Ich habe mich so gefreut, die Dinger endlich gefixt zu haben. Ja, ist doch trotzdem nice. Wie gesagt, sei froh, es waren nur die Rezepte. Das findet man 100-mal. Ja, gut, ich glaube, in dem einen waren ein paar Algen drin.
Okay, das ist ärgerlich, aber scheiß drauf. Es waren 4 Algen oder so. Ja gut, 4 Algen kriegen wir wieder hin, aber trotzdem, es ist halt... Ist schon ein bisschen low, ehrlich gesagt. Muss ja, das ist es. Ne? Das stimmt. Aber, mein Gott. So. Ach, hier ist auch so ein Ding. Okay, das ist nicht so. Ich brech das Let's Play ab. Endlich haben wir einen Grund, Erik. So, Küche ist wieder zu, Schränke fehlen leider. Ja, also ich nehme an, wir kriegen ein paar Rezepte, wir werden die schon ein paar Mal finden. Die sind auch in den Kisten und alles drin, also das ist nicht der Schlüssel. Ja, ja, ist ja egal. Viel schlimmer so. Finde ich immer noch, dass man, wenn man hier mit fucking Milcheimern grillt, also was kocht, ja, dass die Eimer ja einfach weg sind danach. Das will mir nicht in den Kopf gehen, ne? Ja, Hauptsache, was alles unnötig verkomplizieren, Tobi. Das ist halt, da sind Scharniere mit, was man da mit dem Ding braucht. Das ist doch scheiße. Hauptsache, etwas unnötig verkomplizieren. Ja, aber echt. So. Okay. So. Ich finde, die Items sollten dann nicht einfach weg sein, sondern vielleicht rot markiert sein. Das ist einfach nervt, dass man das nicht so lässt. Ja. Wäre, glaube ich, irgendwie schlauer. Weiß ich nicht. Oh, steht über. Nicht gut. Naja, naja. Dafür sind die Löcher draußen weg. Gelohnt hat sich's nicht, wenn ich ehrlich bin, aber... Ach, naja, für die Optik ist das schon okay. Naja. Steht auch wieder über. Hm, was denn? Ich habe mein Ei hier hingelegt. Tobias, das ist ein schönes Ei. So. Okay. Du kannst das fertige Essen ja erstmal oben in die Dingens packen, oder? Ja, da kann ich es auch rein tun, ja. So. Dann steht die hässliche Kiste da nicht rum, meine ich, ne? So. Ja, 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 ja. Guck ich mir gleich mal an hier. Weißt du, hier oben in diese Schrankkiste, wo du gerade aufstellst? Ja, genau. Auch auf der anderen Seite haben wir auch noch 4. Das ist so armselig, ne? Das sind 3 Schubladen und das 4 Plätze. Also. Ja, es ist, ist ein bisschen lame, wenn wir mal ehrlich sind. Bau doch die großen Kühlschränke, Erik. Du Fresse. So, Tobi, brauchst du vielleicht ein Rezept? Ja, hast du noch eins? Wie jetzt einfach alle weg sind, so komplett. Gut, wie gesagt, ich meine, die Rezepte findest du halt zum Glück tausendfach. Ich meine, schlimmer wäre es gewesen, wenn das jetzt wirklich irgendwie die Essenskiste gewesen wäre. Das wäre richtig Abfuck gewesen. Das hätten wir uns auch wieder rangecheatet, ganz ja, ehrlich. Ich wusste genau, was da noch drin ist. Okay, ja, ja, hätte ich auch nichts gegen, ehrlich gesagt. So, Plankenkiste hier oben wäre, glaube ich, auch noch ganz sinnvoll. Bist du gerade? Ich bin gerade bei den Schmelzen. Ah ja. Also oben jetzt bei den neuen. Du alte Schmelze. Titanerz, lege ich euch mal rein. Titanerz, just for fun. Oh, hübsch hier oben, schön. Ne? Dann hier oben, ringsrum wollte ich Schmelzen machen, damit wir ein bisschen zu Potte kommen. Ja. Die müssen ja nicht immer alle aktiv sein, aber dann können wir alles sehr viel schneller einschmelzen. Kleines Lager? Was soll ich denn damit? Lädt er seinen Scheiß bei mir ab? Ich mache jetzt das, was alle normale Menschen mit ihrem Scheiß machen. Ja klar, ins Meer schmeißen, natürlich. Ja, ja, natürlich. Hä? Und sonst? Wir fahren einmal im Jahr immer, fahren wir immer in die Nordsee und schmeißen unseren Müll da weg, weil, hä? Natürlich. Wo soll man das auch sonst reinkippen? So. Da gehört er doch rein. Ja klar. Das ist doch dieses Recycling, oder? Ja, das Salzwasser zersetzt doch den Müll. Ja eben, das soll sich ja wieder auflösen, seine Bestandteile, damit da Tiere was von haben, habe ich so verstanden. Ob es schon mal irgendeinen Querdenker gab, der wirklich gesagt hat, dass das Salzwasser den Müll doch eh zersetzt, das kann gar nicht alles sein? Weiß ich nicht.
Tobi, 100 ja. Pro. Ja, gut, okay. Also irgendwer wird das mal irgendwann mit Sicherheit gesagt haben. Hundertprozentig. Hilfe. Oh, das Schiff schwabbelt schon wieder so rum. Ja, Entschuldigung, wir ziehen gerade an der Insel vorbei. Alles gut. Wir müssen aber gleich vorbei sein. Wunderbar. So. Übrigens, hast du dir schon die Bioshock Collectors Collection geholt bei Epic Games? Ist kostenlos im Moment. Ja, weiß ich, aber habe ich noch nicht gemacht und ich habe die ja auch schon 1000 Mal irgendwie. Ich auch, aber ich... Ja, ja, vielleicht sollte ich es einfach mal machen. Einfach nur weil machen. Ich meine, ich fühle mich immer ein bisschen schlecht, wenn ich in meine Epic Games Bibliothek gucke. Weil... Wieso? Da sind halt nur kostenlose Spiele drin. Ja, bei mir war genauso. Und halt die Spiele, wo wir irgendwie schon mal gespielt haben, wo wir einen Key geschickt gekriegt haben oder so. Sonst ist da nichts ja. drin halt irgendwie. Es tut mir immer ein bisschen leid, aber auf der anderen Seite... Also ich glaube, bei Epic habe ich insgesamt 2 Spiele bezahlt bisher und ich habe eine riesige Bibliothek. Ja, ich so. Ja. Ja, gut, aber ich meine, wenn sie es anbieten, ne? Ja, ganz ehrlich, also, warum nicht? Nimmt man mit. So. Ja, denke ich halt auch. Ich glaube, die wollen halt irgendwelche Daten da raus exerzieren. Aber ich glaube nicht, dass der Plan so... Ich weiß nicht, ob der Plan so richtig aufgeht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt so die Steam-Konkurrenz ist inzwischen. Nee, glaube ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Glaube ich halt auch nicht. Es wird halt auch schwer, Steam-Konkurrenz machen wird. Also ist eigentlich fast unmöglich, weil das in allen, auf allen PCs mittlerweile irgendwie ist. Hat fast jeder, der einen PC hat, ein Steam-Konto. Also das wird schwer. Ja, gibt aber 2 Plattformen, denen ich es halt zutrauen würde in Maßen. Die werden Steam never ever ablösen. Aber nee. Konkurrenz können sie schon machen. Das sind GOG und Epic Games, glaube ich auch. Wenn ja, Epic GOG, ausbauen GOG auf würde jeden Fall. Ja, also wenn Epic den Store ausbauen würde, weißt du, mit ganz vielen Bequemlichkeiten, schön, alles angerichtet, Infos zu den Games, pipapo, lalala. Ich glaube, dann wären die konkurrenzfähig. Und das wäre, glaube ich, auch in deren Interesse. Aber irgendwie, ich weiß halt nicht, warum sie es nicht machen. Wobei ich also sagen, also ich spiele ja auch immer mal gerne ein älteres Spiel, ne? Ohne jetzt irgendwie schamlos Werbung machen zu wollen, aber wenn du ältere Spiele gerne spielst, dann kannst du eigentlich nur auf GOG unterwegs sein, ne? Finde ich auch, ja. Geht nicht anders, weil die kümmern sich halt wirklich drum, dass das Spiel läuft. Und bei Steam hast du halt das Problem, die scheißen das Spiel einfach in den Shop, so Sacred zum Beispiel. Scheiß drauf, nie probiert, ob es läuft, du lädst es dir runter. Es läuft natürlich nicht, weil es halt eigentlich für das aktuelle Windows gar nicht komprimiert ist, also halt gedings ist. Aber das ist halt bei GOG. Kann ich gleich reingrätschen. GOG kümmert sich, warte mal, mach ich das richtig mit dem Honig gerade? Einfach den Honig hier reinfüllen? Benötigt Honig? Nee, ich muss Honiggläser machen, glaube ich, ne? Bei GOG, die kümmern sich ja als Plattform um die, ne, dass die Spiele laufen. Steam als Plattform stellt nur die Plattform bereit. Die kümmern sich um kein einziges Spiel davon. Ah, okay. Und GOG macht das halt selber, ne? Also, ja. Deswegen, ja. Ich liebe GOG, es ist gefährlich. GOG ist sehr gefährlich, aber GOG ist geil. Ja, ich darf nicht auf GOG gehen, weil die halt immer, die haben so viele Angebote ständig, das ist furchtbar. Ich habe auch immer so leichten Schweißausbruch im Nacken, wenn ich wieder so eine E-Mail kriege. Hier wie heute zum Beispiel Adventure Sale oder sowas. Und ich so, ja. Nein. Oder ich bin mal einfach nur aus Interesse oder just for funsies oder ne, ich will mal kurz gucken, was ist denn wieder los. Jedes Mal die gleiche Scheiße. Ja. Das ist schon krass. Vor allem, wie sie es dir dann auch immer noch reindrücken, ne? Du hast dann irgendwie, keine Ahnung, den Warenkorb voll mit 20 Games. Zahlst dann irgendwie 50 Euro, dann steht drunter, du hättest normalerweise irgendwie 130 dafür bezahlt. Ja, genau. Einfach so. Nochmal richtig schön so, ne, den Finger nochmal rein. Genau. Und dann machst du es halt, weil nächste Woche ist halt nicht mehr da. Dann sind andere Spiele günstiger. Und die kommen erst in einem Monat wieder zu dem Preis. Ich liebe GOG. Ja, das ist auch so ein Guilty Pleasure, bisschen. Ich würde auch Sex mit GOG haben, wenn es nicht digital wäre. Der liebe GOG. GOG, GOG. Tobi steht auf den GOG. So, ich habe 4 Schalen übrigens und irgendwie 4 Glas. Warum ich ein Glas? You shall give them to me. Entschuldigung. Ja. Warte. Hier ist noch aus irgendeinem Grund diese komische Lichterkette. Kann ich die entfernen? Oder räume ich jetzt eine Kiste weg? Oh, Gott sei Dank.
Ist in der Holzkiste eigentlich der Platz? Oh ja. Okay, gut. Ich räume gleich eh aus der Holzkiste raus. Ich wollte nur ein paar Palmblätter loswerden, aber ich weiß noch nicht genau wo. Ich pack mal ein paar Palmblätter zu den Seilen. Ja. Ich habe die Seilkiste einfach mal gemacht, weil ich will sie halt. Irgendwie tut es mir weh, wenn ich sie wegschmeiße, aber ja, keine Ahnung. Ja, vor allem Seile können wir halt immer brauchen. Ja, eben. So, ein schwarzer Samen. Ein schwarzer Samen. Ein schwarzer Samen. So, Eisen. Das kommt da rein. Gott, dieses ganze Rumgepopel hier immer. 3 Kupferbarren. Tue ich erstmal hier rein. Kupferkisten und Eisenkisten und Titan könnte ich eigentlich auch nach oben ziehen, theoretisch. Theoretisch. Wobei, nee, warte, weißt du, was ich mache? Ich ziehe nicht die Kupferkiste, die Barren können wir hier unten lassen. Aber den Rohkupfer, den baller ich nach oben. Genau wie Roheisen. Ja. Und all das zahlreiche Rohtitan, was wir haben. Hebt dir keinen Bruch, Erik. Ja, wird schwer. Das wird schwer. Mach langsam, das ist schwer, das Zeug. Ja. Uff. So. Oh, nee. Ich mach mal so. Ich kann eigentlich auch so machen. Scheiß drauf. So. Und hier kommen dann Planken rein. So, ich müsste noch irgendwo ein paar Laternen und ein paar Netze loswerden oder zwischenlagern. Ich weiß aber nicht wo. Und einen Pinsel, glaube ich, auch mal. Also die Lichter kannst du theoretisch bei der Deko reinpacken. Die ist hier vorne, glaube ich. Warte mal. Hier, Deko und Möbel habe ich hier einfach mal so eine Kiste gemacht. Ja, nice. Oh ja. So, Lichter, das da. Auch schwarze Blumen habe ich auch noch. Bei Deko, ich packe den Pinsel auch mal zur Deko, ne? Ja, kannst du zur Deko oder die Werkzeugkiste? Kannst du auch. Haben wir hier auch eine. Ah ja, okay, dann mach ich das in die Werkzeugkiste, weil... Da ist sogar schon ein Pinsel drin, sehe ich gerade. Hä? Ja, ich hab ja. Ich bring den ja aus der anderen Welt mit. Hier vorne. Ja. Ah, vielen Dank. So. Pinsel. So, dann habe ich noch Pfeile, habe ich auch noch ein paar. Eine Pfeilkiste haben wir tatsächlich noch nicht. Nee. Die sind hier noch bei den Werkzeugen. Und ich brauche halt nicht so viele. Ich habe die leider mal ganz hässlich da reingetan. Ja, schmeiß rein. So, dann bei den Blumen noch. Mal kurz das Inventar hier ein bisschen entgiften. So, prima. Honig behalte ich mal, weil ich den gerne hier reinballern möchte. Was denn? Wir fahren wieder straight auf eine Insel zu. Oh. Nein. Das finde ich sehr gut. So, ganz kurz, pack mal keine neuen Palmblätter in diese Biodiesel-Dinger, ja? Ja, okay. Weil ich würde die gerne nach oben verfrachten. Mhm. Ich hau mal den Anker raus. Jo, ich baller mal kurz neues Biodiesel hinten bei uns in die Motoren. Das ist nachhaltig hergestellt, Hugo. Bitte mach dir keine Sorgen, ich weiß, du wolltest mich wieder fragen. Ach du, das ist mir eigentlich relativ egal. Was? Die Welt geht vor die Hunde, was ist mir doch wurscht? Hau raus! Na gut. Gut, ich habe das Biodiesel stammt aus gequetschten Tieren. Aus unserer geil. Tiermühle. Aus unserer Tiermühle. Nice. Oh. Ganz ehrlich, bevor andere die Welt kaputt machen, mache ich sie lieber kaputt. So. Richtig. Da weiß man, dass es Qualität ist. Da habe ich mir jetzt auch ein Auto mit 2 V12 Dieseln gekauft. Ich habe mir nur einen Motor gekauft, das Auto mich gar nicht interessiert. Einfach aus Spaß den ganzen Tag laufen lassen. Ich bin's der Dennis. Grüße geht raus, hallo. Da muss aber noch links blinken an dem Motor. Wie der blinkt. Ich glaub nicht, dass der blinkt, dass der fährt BMW, Erik, der blinkt. Entschuldigung. Bitte, hallo. Aber wenn jemand schon links fährt, da muss man auch aufmerksam machen, dass die Spur einem gehört. Achso, ich dachte, da gehört die Lichthupe, die braucht man dann. So. Ja, okay. Ja, geht aber beides, glaube ich. Ich dachte, dicht ranfahren und dann Lichthupe geben. Für so Leute wurden die Xenon-Scheibenwerfer erfunden. Und die müssen so eingestellt sein, dass sie aber genau in die Spiegel leuchten. So, oder genau in die Augen.
So, warte. Ah, ich wollte noch Planken holen. Ich mache die Plankenkiste noch ein bisschen leerer. Oh, das ist gut. Ich habe nämlich noch welche dabei, aber ich gehe hier trotzdem schon mal Schrott sammeln. Ja, sehr gut, sehr gut. Warte, ich mache die, mach die untere Plankenkiste, ne? Ja. Mein Haken ist leer. Kaputt. Nein. So. Ich hoffe dann beim Bauen nicht die obere Plankenkiste, aber wahrscheinlich macht er genau das. So. Okay, dann mach ich die hier. Oh, hier gibt's viel Metall. Okay. Okay. Komm, nimmt man mit? Ich nehm's mit, ne? Also ich meine, Metall kann man ja nie genug haben, glaube ich. Das stimmt. Ich bin so Brain AFK gerade gewesen, ne? Ich habe eine Kiste mit Planken komplett leer gemacht. Und eigentlich war das ja genau das, was hier oben in die eine Kiste reinpasst. Und dann habe ich auch noch zwei weitere Stacks mitgenommen, weil ich hatte noch Inventarplatz. So, ja, warum nicht? Ja, ich baller das mal. Baller ich hier rein. Und ich habe auch noch Kupfer auf Tash. So, also Rohkupfer kannst du hier oben direkt reinballern. Mhm, perfekt. Habe ich, bringe ich gleich mit. Prima. Also, warte. Und wenn wir dann weitere Öfen bauen. Ah, dafür müssen wir wieder Sachen. Für Öfen brauchen wir wieder komische Ziegel, ne? Die man sonst eigentlich für nichts braucht. Oh, haben wir gar keinen Ton mehr? Nein. Ich sammle aber gerade. Okay, aber den Ton braucht man tatsächlich für diese scheiß Schalen, die irgendwie weniger werden. Und das ist irgendwie, verstehe ich das nicht. Oh, alles klar, verstehe. Das ist ja blöd. Nee, Ton. Achso, ich dachte blöd. Nee, beides, heimblöd. So, kann ich auch ohne Haimaske mal kurz rüberschwimmen, oder? Boah, ist ja voll viel Schrott. Ja, Mann. Ich hole mir eine Haimaske. Du hast auch viel Eisen, also Metall, habe ich schon mitgenommen. Voll geil. Und Ton ist ja auch jede Menge. Geil. Hört man, glaube ich, auch, ne? Mhm, der macht die Musik. Ja. Geil, dieser Ton. Unterschätzt man auch oft. So, zwei Schalen nehme ich auch noch mit, weil... Weiß ich nicht. Okay, ach, da ist Fashion. So, eine Heimaske. Fashionet? Wen kenne ich? Fashionet, ja. Der freche Franzose oder was das war? Ja, ich mag die Fashionet. Ja, natürlich. Klamotten sind nicht so mein Ding. Ich mag die Fashionet. So, bupp. Sand nehme ich jetzt mal nicht mit, ne? Oder soll ich Sand auch mitnehmen? Ja, warum nicht? Wir haben die Kisten halt. Wir haben die Kisten. Ja, gut, komm. Also, wir haben das Flair, wir haben den Look, Tobi, wir haben alles. Ja, wir sind halt schon geile Boys. Kannst du echt. Ist aber so. Ist aber so, ne? Das ist. Ich würde sogar Party sagen, wir sind die besten lebenden Menschen auf diesem Planeten. Hi, Tobi. So, ich sammle auch mal Sand und Ton. Ich nehme jetzt alles mit. Hätte man vielleicht von Anfang an so handhaben sollen, aber dauert es immer sehr lange. Ja. Ja, naja. Immer ein bisschen Abwechslung zwischendrin, ne? Das muss man ja schon sagen. Ja, das stimmt. Oh, hallo Eisen, hallo Schrott. So. Hallo Eisen, alter Freund. Und ich meine, jetzt hallo sind wir zu zweit, ne? Stell dir vor, du müsstest immer alleine die ganzen Sachen sammeln. Ich glaube, das ist schon. Ich glaube, da würde ich schummeln. Also mehr als wir das tun. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr Raft spielt? Spielt ihr das zusammen mit einem Kumpel oder so? Oder spielt ihr alleine? Würde mich mal interessieren. Und vor allen Dingen, wie lange dauert es denn alleine, was Vernünftiges hinzukriegen, wenn man nicht heimlich in die Creative geht? Auch eine sehr interessante Frage tatsächlich. Ne? Ja. Also das ist ein Lifetime-Project irgendwie. Hier ist eine Höhle. Lol. Was? Oh, das ist eine der Inseln, glaube ich, wo so viel Eisen ist tatsächlich, mit den Höhlen. Ah, ja geil, Tobi, dann snack die mal weg. Warte mal, ist das... Kommt man hier nicht durch? Ist das extra so, dass man hier nicht durchkommt? Ich habe keine Ahnung. Oder braucht man da eine Machete für? Ich weiß es nicht. Machete habe ich zufälligerweise wieder dabei. Ich bin einer von diesen Typen, die immer eine Machete dabei haben. Sind mir immer sehr sympathisch, solche Leute. Ja, ich habe auch Cowboy-Hut und meine Schuhe sind aus Schlangenleder. So, ich dachte Kinderhaut. Die sammle ich zu Hause. Da habe ich mir ein Zimmer draus gebaut. Oh, hast du das Starboard endlich real werden lassen, das Fleischzimmer? Finde ich super nice. Oh, das Fleischzimmer. Ach, Tobi. Ach ja, good times. Und ich werde immer noch so oft gefragt, ob wir Starboard nochmal spielen, ne? Ja, same. Aber
Ja. Naja, ist halt nichts. Also die haben ja schon noch was Sachen nachgeliefert, ne? So ist nicht. Also was die Leute so erzählt haben, ist da schon noch ordentlich Content mit dazugekommen. Aber wir haben es halt durchgespielt. Ja, das stimmt. Und wir haben halt, ja, also Seven Days, sowas würde ich halt, glaube ich, nochmal machen. Starbound ist bei mir nicht so auf der Hitlist. Also, ne, hat super Spaß gemacht, aber hatte halt seine Zeit und das können wir halt so auch nicht mehr wiederholen, glaube ich. Ne, mit Tobi Riech mal und so die ganzen Sachen. Vor allem halt auch so. Mit den Folgenlängen, das war weird. Vor allem, weißt du noch, unsere super 5-Stunden-Folge, oh, das war toll. Was den Zuschauern da wieder geboten haben. Ich weiß auch noch, wir haben damals, das weiß ich noch, da seid ihr dann Urlaub, glaube ich. Das war, ich weiß gar nicht, wo ihr da hingefahren seid, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir da aufnehmen müssen. Ich glaube, da haben wir sogar 10 Stunden aufgenommen, bis 8 Uhr morgens. Ja, das weiß ich sogar noch. Ich glaube, wir hatten irgendwie 12 Folgen oder so. Ja, das weiß ich noch. Und wir waren am Ende einfach so erledigt. Ja. Voll krass. Ja. Du weißt halt, aber irgendwie von 8 bis 8 aufgenommen und 12 Folgen. Ja. Ja. Als Zuschauer ist das ganz cool, aber auf der anderen Seite war das nicht die schlauste Idee, Mann. Hey. Aber es hat sich halt so runtergespielt. Und wir haben dann immer so 50-Minuten-Folgen gemacht aus Versehen. Ja, es war schon geil. Hat auch Spaß gemacht, das Spiel, muss man echt sagen. Würde uns heute nicht mehr passieren, ne? 30 Minuten, Tobi. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Tschüss! Warte, wolltest du jetzt wirklich ausmachen? Nee, wir können auch noch kurz warten auf der Insel hier. Ja, bis wir hier fertig sind. Ich war gerade unter Wasser. Warte, Sekunde. Ich muss hier so. Ach, du warst schon hier in dieser Höhle, ne? Ich glaub, ja, geh da mal rein und guck, ob du diese Absperrung da wegkriegst. Aber ich glaube, die ist da extra, dass man da nicht weiterkommt. Da ist auch nichts hinter, glaube ich. Da ist nur Fels hinter. Ja, das, ich kenne die Insel schon. Große Fresse, nichts dahinter. Kannst du mal sehen, die scheiß Insel wieder, ne? Wie immer, leider, wie immer. Schade. Okay, jetzt gerade sieht unser Schiff ein bisschen aus, wie kennst du diese Container-Tanker? Diese fetten Container immer haben? Ja. Von hier aus sieht das gerade so ein bisschen so aus. Achso, auch wegen dem Ding da oben drauf und so, ne? Ja, weil das halt noch nicht fertig ist, ne? Aber halt ja, ein bisschen. Klar. Aber hast du hier geguckt, dass es hier nicht piepst? Jetzt habe ich mir das Schiff gerade angeguckt, ich schwimme mal wieder zurück. Weil wir schon hier sind. Ich schwimme, ich surfe gerade. Tobi, guck mal hier, wie ich hier lang surfe. Mit meinem Alter. Gerät. David Hasselhoff in seinen besten Zeiten. Oder, ja, Tobi, dann komm mal mit. Oh, es piept. Geil. Warte, weiße Blume nehme ich immer mit. Ich muss gerade mal kurz einen Pilz reinhauen hier. Ich glaube, wir müssen eh nach oben. Natürlich. Und wer versteckt denn seine Schätze da oben immer? Das ist so dumm einfach, ne? Ja. Also diese ganzen Piraten oder was weiß ich. Kann nur Henry Avery gewesen sein. Hier, auf dem Fels. Ach komm bitte. Oh, ich kotze. Naja, dafür gab es ja eine Menge Eisen. Ja, und Schrott und so, aber trotzdem ist doch echt... Das ist jetzt die fünfte Insel, nee, die vierte Insel heute gewesen und wir haben gerade mal 2 Titanen gehabt. 2. Ja, ganz ehrlich, Tobi, ich glaube, ich werde uns ein bisschen Titan schummeln irgendwie. Ich weiß noch nicht genau, wie das geht, aber. Also bei aller Liebe. Oh, wie cool das von hier außen aussieht mit dem Licht innen da drin. Oh Mann, das finde ich auch. Guck doch mal, voll geil aus. Oh ja, das stimmt. Voll schön. Oh, wenn das Ding Farbe kriegt, ich glaube, es wird sehr hübsch. Ja. Ich muss nur gucken, dass ich nicht vergesse. Oh, hier ist noch ein Eisen. Dass ich nicht vergesse, auf einseitig zu stellen, wenn ich färbe. Weil ich sonst die ganze Küche von innen dann direkt mit färbe. Und das passt, glaube ich, nicht. Die würde ich gerne hölzern lassen. Sieht so schön aus, so edel. Dieses Schiff einfach, ne? Wow. Das Partyschiff. Schon geil. Ne? Denke auch. Hübsches Gerät. Ist angemessen, Tobi, ne? Ist angemessen. Und dein Schiff ist auch ganz schön, was du gebaut hast. Benötige Rohkost. Honig platzieren. Ah, ich glaube, da muss noch mehr Honig, ne? Ja. Da muss noch ein bisschen Honig rein. Honig. So. Der ist fertig. Und das nehme ich dann einfach. Die sind auch leer. Cool. Der ist auch gleich fertig. Habe ich noch Platz? Jawohl. Dann baue ich die mal direkt ab. Baust du die jetzt in dieser Folge ab und setzt sie in der nächsten Folge hin? Das ist doch verrückt, oder?
War dumm, ne? War sowieso dumm, die jetzt schon abzubauen. Aber naja. Warum? Nö. Weil der Raum oben noch gar nicht fertig ist. Ach so. Ja gut, wir haben ja genug Diesel, also das ist nicht das Problem. Ja, ja. Ich habe auch gerade wieder 3 Kanister, hier kommt gleich der 4. Das passt schon. Ja, ja, würde ich sagen, nächste Folge, ne? Da kommt diese eine spannende Sache, die wir noch nicht verraten wollen. Oh, die wird heftig nice. Boah, die wird, das wird, wow, das wird mal was ganz anderes. Ich habe mir da schon ein bisschen was angeguckt zu, ey, boah. Ja, ja, wir haben die Folge schon gesehen, die ist, wow. Also, ist schon geil. Haben wir uns was ausgedacht für euch? Mhm. Jetzt habe ich auch L getrunken. Geil. So, ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ne? Wir sehen uns nächste Folge in dieser unglaublich unfassbar besonderen Folge. Das wird toll. Ich freue mich drauf. Ach, ja. Geil. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.